Die Kontaktstelle HIV-bezogene Diskriminierung, das ist der offizielle Name in der deutschen AIDS-Hilfe, wurde 2013 ins Leben gerufen. Und war eine Forderung von der HIV-positiven Community, dieses Thema ganz explizit in der deutschen AIDS-Hilfe auch zu verankern. Es ist natürlich ein Querschnittsthema für all unsere Fachbereiche, für alle AIDS-Hilfen. Was ich mache, es ist einerseits natürlich, Menschen mit HIV zu beraten, die Diskriminierung erlebt haben. Das zweite große Thema ist, eben strukturelle Diskriminierung abzubauen. Also wir gucken uns an, in welchen Bereichen findet Diskriminierung statt, zum Beispiel im Gesundheitswesen, damit Leute eben diese Situationen erleben, sich da auch anders nochmal darauf vorbereiten können, auch reagieren können, sich auch gestärkt fühlen, mit solchen Situationen auch in Zukunft vielleicht besser umgehen zu können. Und das dritte ist, dass wir mit den AIDS-Hilfen vor Ort zusammenarbeiten. Es gibt ja 115 AIDS-Hilfen im ganzen Bundesgebiet. Und zu gucken, wie können wir unsere Antidiskriminierungsarbeit weiter ausbauen? Was passiert vor Ort? Wo müssen wir auch noch mal uns neuen Themen zuwenden? Das ist der noch ein Teil meiner Arbeit in der Kontaktstelle. Wir haben 2021 nochmal eine große Umfrage gemacht und Menschen mit HIV nach ihren Diskriminierungserfahrungen gefragt, die positiven Stimmen 2.0. Und da haben 56% der Menschen gesagt, dass sie Diskriminierung im Gesundheitswesen erleben. Was erleben die Leute? Akten werden mit roten Punkten markiert außen. Sie kriegen keine Behandlung. Sie werden immer zum Schluss behandelt, weil man sagt, man muss hier besondere Hygienemaßnahmen machen. Es ist einerseits brisant, weil Leute natürlich in einer vulnerablen Situation sind. Die wollen Hilfe, die brauchen Unterstützung und und erwarten natürlich, da auf Menschen zu treffen, die Fachleute sind, die sich auskennen, die keine Angst oder keine irrationalen Ängste vor Anstecken haben. Und die Leute treffen auf eine Situation, wo es ja auch eine große Hierarchie gibt. Es gibt einerseits die Experten, die wissen, wie es läuft und das Setting anbieten und sagen, ihr seid eine besondere Gefahr, wir müssen hier besondere Maßnahmen ergreifen. Und es gibt auf der anderen Seite HIV-positive Patientinnen zum Beispiel, die sehr gut informiert sind und sagen, ihr müsst hier keine anderen Maßnahmen machen, ihr könnt mich behandeln wie alle anderen auch. Und was wir auch in den Umfragen sehen, ist, dass Menschen, die Diskriminierung erleben im Gesundheitswesen, sich das nächste Mal sehr gut überlegen, ob sie überhaupt zum Arzt gehen. Also neben der psychischen Belastung hat es eben auch eine langfristige Folge auf das eigene Gesundheitsverhalten. Und das ist ein wirkliches Problem. Hinzu kommt, dass es ein System ist, wo es eben ganz intransparent ist, wie man dagegen vorgehen kann. Also an wen richte ich eine Beschwerde? Nützt das eigentlich? Was Menschen glauben, das nützt eigentlich gar nichts. Wie kann ich zu dem Arzt wieder hingehen, wenn ich mich beschwert habe? Werde ich dann schlechter behandelt? Also diese Hierarchie und die Angst, da nichts unternehmen zu können oder nichts dagegen machen zu können, die ist sehr groß und das macht es für Leute sehr brisant. Also für uns war das ganz klar, BIPOC und trans- und nicht-binäre Menschen mit einzubeziehen. Also in der deutschen AIDS-Hilfe und auch in den AIDS-Hilfen vor Ort arbeiten wir ja schon sehr lange mit BPOCs und trans- und nicht-binären Menschen zusammen. Es gibt auch Organisationen, mit denen wir kooperieren, aber auch Menschen, die in den AIDS-Hilfen mit dem Thema arbeiten. Und wir natürlich auch wissen, auch ich aus meiner Beratungsarbeit weiß, dass Menschen ganz unterschiedliche Diskriminierungserfahrungen machen und dass natürlich auch mit den Merkmalen aufgrund der Diskriminierung, die Diskriminierung erfahren zu tun hat. Und deshalb haben wir gesagt, wir wollen diese Aspekte auch in unserem Lernprogramm nochmal fokussieren und da auch die Expertise von Menschen aus diesen Gruppen auch nochmal einholen. Also wir haben uns für ein E-Learning entschieden oder ein crossmediales Lernmodul, um möglichst viele Beraterinnen und Berater zu erreichen und auch die Möglichkeit zu haben, dieses Programm partizipativ zu entwickeln, also da auch sehr viele Stimmen zu Wort kommen zu lassen. Und wir haben ein E-Learning zu Diskriminierung im Gesundheitswesen gemacht, weil es doch ein sehr komplexes Feld ist. Also man muss sehr genau wissen, wie mache ich eine Beschwerde,
an wen kann ich mich wenden, welche rechtlichen oder nicht rechtlichen Möglichkeiten gibt es. Und das wollten wir den Beraterinnen und Beratern mit unserem E-Learning nahebringen. Und indem Beratungsstellen sich auch mehr diesem Thema widmen und das auch mehr als ihr Thema ansehen und das auch nach außen kommunizieren, wir vielleicht auch eine Möglichkeit haben, dass mehr Beschwerden geführt werden, dass offensichtlicher wird, dass hier was falsch läuft und dass sich das System verändert.